Isoliertes, wie ich finde, sehr einsames, aber trotzdem mutiges Mädchen, was sich von ihren Schülern in der Schule sehr stark abgrenzt, weil sie sich nicht wiedergespiegelt fühlt und die sich dann ziemlich unsterblich in Aleph, den neuen Schüler an der Schule, verliebt. Wir kommen mit einem anderen Menschen in Berührung und dieser Mensch schlägt in uns einen ganz bestimmten Ton an. Ich spiele den Aleph. Der Aleph ist der Neuzugang des Gymnasiums, der Eliteschule. Aleph ist Nihilist, er ist Atheist, er ist ein Außenseiter auf seine Art und Weise. Und für ihn sind alle Menschen Spielfiguren auf einem großen Schachbrett und er versucht, diese zu manipulieren und mit ihnen zu spielen. Aleph, 18 Jahre, Hobbys, Nachdenken, Atheismus, leichte Drogen. In mir steckt so etwas wie die Sehnsucht nach einem Seelenverwandten. Du bist verliebt. Ich glaube nicht an die Liebe. Das Leben ist ein Spiel. Spielst du mit mir oder gegen mich? Wirkliche Liebespaare sollten miteinander spielen. Und was ist das für ein Spiel? Es geht um ein hochbegabtes Mädchen, was sich unsterblich in einen Jungen ihresgleichen verliebt, der ihre Gefühle manipuliert. Bin ich dein Gegner? Für ein Spiel braucht man einen Gegner. Manchmal habe ich das Gefühl, ich wandere auf einem schmalen Grat. Links und rechts geht es 1000 Meter in die Tiefe. Ich habe den Roman gelesen und dann kam ein Produzent und sagte, ich habe auch ein Drehbuch dazu. Und dann mit dem Produzenten habe ich schon mal zusammen mit dem Markus Zimmer zusammen einen Film gemacht. Und es hat wunderbar geklappt und ich war sehr froh, sozusagen diesen Film realisieren zu dürfen als Regisseur. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht, mit Yannick Schumann zusammen zu spielen und zu arbeiten, weil ich das Gefühl hatte, dass wir ziemlich gut spüren, was der andere so braucht. Und es ist ein unglaublich toller Freund und ein toller Mensch, deswegen hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eine große Hilfe. Und ich hoffe, man sieht es dem Film an, dass die Chemie stimmte, und zwar vom ersten Casting an bis zum Schluss. Da musste man sich nur die Augen gucken und hat irgendwie gemerkt, was der andere brauchte. Das waren sehr lange Castings, bis ich dann die beiden gefunden habe und mich unsterblich sozusagen in ihr schauspielerisches Talent verliebt habe. Wir werden Gestalter dieser Welt. Der Mensch, unsere Spielfigur. Was wollt ihr von mir? Spielen mit uns. Halten Sie sich an die Regeln, sonst fliegen Sie. Also der Film ist nicht nur normal CinemaScope, sondern er ist auch wirklich mit CinemaScope-Optiken gedreht. Die haben so einen ganz besonderen optischen Flair und haben eine ganz besondere Art des scharfen Verlaufes. Und deswegen liebe ich Scope und nicht, dass man ein Bild nur zu einem Scope-Bild macht. Der Film wurde digital aufgenommen mit einer Alexa, weil ich unbedingt in Räumen drehen wollte, die nicht viel Licht hatten, und das kann man nur digital. Mal sehen, wer er fliegt. Warum machen wir das? Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt ziemlich behütet und beschützt gefühlt. Ich wusste, dass das Team sehr respektvoll mit dem Thema umgeht. Und ich wusste, wenn ich Stopp sage, dann ist da auch an diesem Punkt Stopp. Und deswegen habe ich einfach meinen Kopf ausgeschaltet und
das war auf jeden Fall nicht schlimm. Findet euer Herz und vergesst eure Köpfe. Lasst die Spiele beginnen!